Nochmal ganz herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar und schön, dass Sie mit dabei sind. In der kommenden Stunde beschäftigen wir uns mit dem Thema Conversion Tracking, einem Tool zur Erfolgsmaximierung, das heute im professionellen Online-Marketing eine unverzichtbare Rolle spielt. Dabei schauen wir uns in der nächsten Stunde unter anderem an, was Conversion Tracking eigentlich genau ist, wie ein passgenaues Conversion-Tracking-Konzept für die eigene Website entwickelt werden kann und welche Kriterien es für die richtige Implementationsmethode gibt. Zu diesem Thema begrüße ich ganz herzlich unseren heutigen Referenten Thomas Kügerl aus Wien. Die Unterlagen stellen wir Ihnen im Nachgang auf der Website des Haus des Stiftens zur Verfügung. Den Link sowie das Passwort für den Download erhalten Sie in unserer Nachfass-E-Mail. So viel jetzt von meiner Seite. Nun wünsche ich Ihnen allen ein interessantes Webinar und übergebe an Sie, Herr Kügerl. Vielen Dank für die Einleitung. Einen schönen Vormittag aus Wien. Schön, dass Sie dabei sind. Das Thema Conversion Tracking ist in den letzten Jahren immer wichtiger geworden und ist eben wichtig für die Ausrichtung von bestimmten Suchmaschinen-Marketing-Kampagnen, wichtig für die Einsetzung des Budgets für Ihre Werbeziele. Sie werden das vielleicht auch selbst schon gemerkt haben, dass es zum Beispiel, wenn Sie jetzt Google Ads, Google Ad Grants Konten betreiben, dass das sehr, sehr viele ja, Mechanismen für das Conversion Tracking quasi ausgelegt sind. In meinem Vortrag heute wird es grundsätzlich darum gehen, ich würde zeigen Ihnen eine kurze Übersicht. Die ersten zwei Punkte sind einfach eine kurze Einleitung. Begriffsdefinition, also einfach ein paar kurze informative Sachen, die wir da besprechen zur Einleitung, und dann geht es direkt in die Praxis, wie Sie eben ein Conversion Tracking Konzept entwickeln für Ihre Webseite, für Ihre Organisation, Implementationsmöglichkeiten, welche Vorteile es da gibt, welche Nachteile und nach welchen Kriterien Sie quasi entscheiden können, wie Sie das Conversion Tracking implementieren. Wir werden da im Laufe des Webinars immer auf eine Organisation, auf das Spendengütesiegel zurückgreifen in Österreich. Das heißt, wir werden uns die Webseite des Spendengütesiegels anschauen, welche Conversions von dieser Webseite abgeleitet wurden und wie das Ganze genau implementiert wurde. Ja, da gibt es verschiedene Tools, die wir im Laufe des Webinars uns ansehen werden, wie zum Beispiel Google Analytics, Google Ads und auch den Google Tag Manager. Ja, so viel dazu. Dann würden wir direkt mal kurz, ja, möchte mich mal kurz vorstellen. Mein Name ist Thomas Kügerl. Ich bin seit circa 10 Jahren im Online-Marketing selbstständig tätig. So vom Wissens-Background her, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, Spezialisierung auf Content-Management-Systeme, wobei Typo 3 quasi da mein Steckenpferd ist. Bin auch mit anderen Content-Management-Systemen wie WordPress, Contao oder anderen Systemen in Kontakt gekommen. Spezialisiert habe ich mich mittlerweile auf Seminare, Coachings und auf laufende Kampagnenbetreuung für Google Ad Grants, für NPOs und für For-Profit-Firmen. Bin da auch zertifizierter Google-Partner und betreue seit mehreren Jahren nationale Kunden in Österreich, teilweise auch internationale Kunden, und habe ja, der Connect zu den NPOs ist quasi entstanden, da ich eben eine NPO, einen Verein für Behindertensportler in Österreich gegründet habe, vor circa 6 Jahren. Und ja, dafür werden eben auch diese Online-Marketing-Sachen eingesetzt. Gut, das wäre schon zu meiner Person. Ansonsten würde ich gerne mal einsteigen in die Begriffsdefinition. Sie werden da sicherlich in den letzten Monaten, Jahren teilweise schon mit dem Begriff konfrontiert gewesen sein. Conversion Tracking, Sie werden das teilweise in den Google Ads Konten drinnen gesehen haben, dass es da immer teilweise Statistiken gibt für Anzahl der Conversions, wie sieht die Conversion-Rate für eine Anzeige aus, für ein Keyword und so weiter. Das werden wir hier mal kurz definieren. Also eine Conversion ist nichts anderes als einen Besucher Ihrer Webseite zum Beispiel in einen Kunden umzuwandeln.
oder in eine konkrete Bestellung oder in eine, ins Absenden eines Spendenformulars. Das heißt, früher war es eben so, dass sie versucht haben, User auf die Webseite zu bekommen, einfach eine größtmögliche Anzahl von Klicks zu generieren. Und dieses Denken wandelt sich mittlerweile etwas um. Und wir möchten nicht nur Klicks generieren, sondern wir möchten auch die Aktionen, die auf der Webseite quasi ausgeführt werden können. Wir möchten, dass die User, die auf die Webseite kommen, diese Conversion eben auslösen. Das heißt, Conversion ist nichts anderes als die Umwandlung des Traffics in einen Neukunden, in eine Bestellung. Das heißt, der User kommt auf die Webseite, füllt ein Kontaktformular aus, sendet dieses ab und damit ist die Conversion quasi abgeschlossen. Ist natürlich das Optimalszenario, wenn Sie eine neue Webseite planen, dass Sie da schon sehr genau im Hinterkopf haben, wie leite ich den User quasi über einen bestimmten Pfad hin zum Abschluss einer Conversion. Das heißt, das sollte schon in der Planung der Webseite, in der Planung der Funktionen natürlich mit integriert sein. Wie kann ich den User, der zuerst durch einen Klick auf die Webseite kommt, durch diesen Tunnel quasi bis zum Abschluss der Conversion durchleiten? Ja, die Bedeutung des Conversion Trackings wird immer größer, weil sie auch letztendlich messen können, über welche Anzeigen der User auf die Webseite kam und welche Anzeigen Conversions ausgelöst haben. Es ist auch so, dass sie dann das Werbebudget für ihre Anzeigen zielgerichteter einsetzen können, weil sie genau sehen, über welche Anzeigen kam der User auf die Webseite, wie viel hat mir tatsächlich eine Conversion gekostet und damit lässt sich dann in weiterer Folge ihr Werbebudget zielgerichteter einsetzen. Der Begriff Conversion Rate ist nichts anderes als die Anzahl der Besucher auf der Webseite, die Anzahl der ausgeführten Aktionen, das heißt die Anzahl der Formulare, der Spendenformulare, die abgeschickt wurden durch die Anzahl der Besucher der Webseite, mal 100 ergibt dann einen gewissen Prozentsatz. Ja, der Begriff kommt auch häufig dann in verschiedenen Werbetools vor, deswegen hier die kurze Definition. Conversion-Ziele, schon wie schon kurz angesprochen, bezieht sich darauf, dass wir uns im Vorfeld bei der Planung der Webseite oder auch im Nachgang, je nachdem, festlegen, welche Ziele verfolgen wir mit der Webseite, was möchte ich tatsächlich erreichen. Das heißt, Conversion-Ziel kann sein, Ausfüllen eines Kontaktformulars, die Anmeldung zu einem Newsletter, zum Beispiel ein PDF-Download, Kauf eines Produkts, Ausfüllen eines Spendenformulars, Blogartikel teilen. Da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Conversion-Ziele, die man sich da suchen kann. Das ist abhängig davon, wie die Webseite gestaltet ist, welche Aktionen möchte ich tatsächlich tracken, muss man wirklich dann individuell auf die jeweilige Organisation anpassen. Es kann sein, dass eine Webseite einen Schwerpunkt hat auf Blogbeiträge, dann wird man hier eher die Conversion-Ziele in Richtung Blogartikel sharen und so weiter lenken, beziehungsweise bei vielen NPOs ist es eben so, dass es wichtig ist, dass Besucher der Webseite ein Spendenformular ausfüllen. Wir werden uns hier konkret eine Webseite ansehen, wie man quasi ein Conversion-Tracking-Konzept für seine eigene Organisation entwickeln kann. Ich habe da hier das Beispiel vom Spendengütesiegel herausgegriffen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel schon eine bestehende Webseite haben, wenn Sie nicht in die Planung der Webseite eingreifen können, sondern nachgelagert hier ein wenig improvisieren müssen, dann gehen Sie am besten so vor, dass Sie die Webseite einfach mal aufmachen, schauen, welche Funktionen sind auf der Webseite verfügbar. Das heißt, in dem Fall zum Beispiel haben wir auf der Startseite ein Suchfeld,
unterschiedliche Buttons. Am unteren Ende der Webseite gibt es eine Funktion Newsletter bestellen. Andererseits zum Beispiel ist auch wie eine wichtige Conversion, eben einen neuen Kontakt zu erhalten für den Newsletter. Das heißt, in dem Fall gibt es hier ein Dropdown-Menü, wo man dann Kontakt mit der Organisation aufnehmen kann, trägt hier dann seine Informationen ein. Und wenn man das Formular abschickt, dann ist quasi die Conversion, dann hat die Conversion quasi stattgefunden. Das gleiche gilt hier bei Newsletter bestellen. Wenn man es ganz fein granular gewisse Dinge erheben möchte, wie zum Beispiel, hat jemand meine Organisation angerufen, dann könnte man theoretisch hier auch mittracken, wer diese Telefonnummer angeklickt hat. Man kann das wirklich sehr, sehr individuell gestalten. Man kann auch eine Conversion definieren, zum Beispiel, wenn eine E-Mail-Adresse angeklickt wird, dass das schon de facto eine abgeschlossene Conversion darstellt. Und das heißt, Sie gehen einfach Ihre Webseite durch, schauen sich an, welche Aktionen sind für Sie wichtig und gießen das dann eben in ein Conversion-Tracking-Konzept im ersten Schritt. Wir haben hier zum Beispiel dann noch einen Bereich Downloads. Wo dann verschiedene Unterlagen in Form eines PDFs angeboten werden. Sie können auch sagen, wenn Sie jetzt gewisse sehr, sehr, sehr wichtige Dokumente auf der Webseite haben, die möglicherweise eine Vorstufe einer Spende ist oder eben einen Wert erzeugt, so können Sie auch diese Aktion, wenn ein bestimmtes Dokument heruntergeladen wird, Sie können das mittracken und zum späteren Zeitpunkt dann quasi auswerten. Genau, es gibt auch öfters eben dann Seiten, die auf der Webseite wichtig sind, zum Beispiel die Seite Presse, wenn es darum geht, mit Journalisten und so weiter in Kontakt zu treten, wenn es darum geht, mehr Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit zu bekommen, dann könnte es zum Beispiel auch eine Conversion sein, dass jemand eben eine Pressemitteilung heruntergeladen hat oder eben auch über eine E-Mail-Adresse Kontakt aufgenommen hat. Ja, soweit einmal dazu. Dann würden wir uns das nochmal konkret direkt in der Präsentation ansehen, wie das Conversion-Tracking-Konzept einmal vom Spendengütesiegel aussieht. Das Conversion-Tracking-Konzept, die Ziele habe ich hier in dieser Präsentation bzw. in der Umsetzung dann einfach untergliedert in Conversion-Ziele, die eine hohe Priorität für die Organisation haben, die eine mittlere Priorität für die Organisation haben und eine niedrige Priorität. Das ist einfach nur eine Klassifikation, die ich da selbst quasi angewendet habe. Es gibt Conversions, die einen Wert erzeugen. Das heißt, ganz klassisch ist es, wenn jemand ein Spendenformular abschickt, dann lässt sich hier genau ablesen, wie viel Wert tatsächlich erzeugt wurde. Das heißt, Sie können dann mittracken, wie viel Wert oder wie hoch war die Spende und haben dann de facto einen Conversion-Wert. Das gibt es jetzt in dem Sinn beim Spendengütesiegel nicht, dass es ein Spendenformular oder Ähnliches geben würde. Da geht es eher darum, mehr Sichtbarkeit für die Organisation selbst zu bekommen, aber auch Organisationen, die das Spendengütesiegel tragen, denen sollen mehr Sichtbarkeit quasi verliehen werden. In dem Fall werterzeugende Conversions, die einen gewissen Wert erzeugen. Man kann es jetzt nicht in Euros oder ja, monetär erfassen, aber wenn jetzt jemand ein Kontaktformular absendet, dann heißt das schon, dass das Interesse an der Organisation selbst sehr hoch ist. Das heißt, man tritt mit dem
potenziellen Kunden, Interessenten direkt in Kontakt und kann dann eben gewisse Aktionen im Nachgang mit dem Kunden abschließen. Zum Newsletter anmelden ist natürlich so, dass dass ihr den Kunden oder den potenziellen Kunden, Spender jederzeit wieder anschreiben können und sie können dann Events oder dergleichen bewerben und da können zum späteren Zeitpunkt auch die Zusammenarbeit oder die Interaktion mit diesen User stärken. Eine klassische wertezeugende Conversion ist auf jeden Fall zu einer Veranstaltung anmelden, wenn es eine Veranstaltung ist, wo man eben dann wirklich auch einen Betrag, eine Gebühr zahlt für diese Veranstaltung, fürs Event, dann erzeugt es einen direkten Wert. Ansonsten haben wir dann eher unterstützende Conversions. Unterstützende Conversions sind eben vorgelagerte Aktionen, die dann tatsächlich zu einer werterzeugenden Conversion führen. Das bedeutet, deswegen eben die mittlere Priorität. Man kann sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen definieren, die für einen selbst dann eben wichtig sind. Eine unterstützende Conversion könnte sein, dass ein User mehr als 2 Seiten pro Sitzung aufgerufen hat, dass ein User länger als 10, 15 Minuten auf der Webseite verweilt, dass eine bestimmte wichtige Webseite aufgerufen hat, wie zum Beispiel Presse oder wer trägt das Spendengütesiegel, wenn man das Ziel definiert, dass eben Organisationen in den Vordergrund gerückt werden, dass diese von der Präsenz, von dem Qualitätssiegel profitieren sollen, dann kann das durchaus auch eine Conversion sein, die man mit trackt. Ansonsten Dokumente heruntergeladen wie Presseaussendung, Werbemittel, Newsletter etc. Das können unterstützende Conversions sein. Conversions, informative Conversions mit einer niedrigen Priorität, je nachdem, in welchem Sektor Sie tätig sind. Wenn Sie jetzt eine Videoplattform betreiben, dann könnte Videospot abgespielt durchaus eine wichtige Conversion sein. In dem Fall haben wir das eher als mit niedriger Priorität eingestuft. Wie schon besprochen, kurz E-Mail-Adresse angeklickt, Facebook-Icon angeklickt oder Telefonnummer angeklickt. Das können alles Conversions sein, die in der Auswertung, in der Planung von gewissen Sachen eben wichtig sein können. Genau, so viel dazu. Das heißt, wir haben hier das Conversion-Tracking-Konzept mehr oder weniger aus der Webseite abgeleitet. Die Funktionen wie Newsletter bestellen, Downloads, Presse und wir haben auch hier in dem Konzept mit drinnen gehabt, dass eben Facebook-Sharings mit als Conversion mitgetrackt werden. Kurze Frage, Thomas, könntest du die Webseite ein bisschen größer zoomen? Es ist sehr klein. Okay, sehr gerne. Ich schalte hier nochmal das andere Tool aus, das nimmt hier einen gewissen Platz ein auf dem Screen. Ist es jetzt besser? Minimal. Also wenn du die Funktion hast, das ein bisschen größer noch zu zoomen, wäre es schon hilfreich, sagen wir es mal so. Versuch's hier nochmal. Jetzt. Jetzt besser? Okay. Super, ja. Dankeschön. Bitte gerne. Gut, ja, also das wäre es grundsätzlich mal zum Conversion-Tracking-Konzept. Ist wirklich sehr, sehr individuell auf Ihre Organisation und Ihre Ziele abzustimmen im Endeffekt. Gut, ja, dann haben wir natürlich mal vorgelagert die Conversions auf Ihrer Webseite identifiziert. Wir wissen, welche
Ziele wir erreichen wollen, was wir mittracken wollen. Die Frage ist jetzt natürlich nur, wie funktioniert das Ganze? Um das hier ein wenig genauer zu beleuchten, die Implementationsmöglichkeiten. Wir müssen natürlich das Tracking mal technisch implementieren. Dazu gibt es unterschiedliche Tracking-Codes, die von Google zur Verfügung gestellt werden. Es gibt auch einige andere Tracking-Tools, aber wir werden uns hier diese Google-Tracking-Tools eben ansehen und wie diese miteinander interagieren. Zusätzlich gibt es bei jeder Implementation, bei jedem Tracking-Code mehr oder weniger Vor- und Nachteile, Kriterien, wonach Sie dann entscheiden können, wie Sie das technisch tatsächlich implementieren möchten. Wir werden uns das hier kurz ansehen. Ich habe hier einfach mal den Source Code der Webseite des Spendengütesiegels aufgemacht. Und für die nicht so technikaffinen, wir schauen uns einfach nur die wichtigsten, die relevantesten Sachen an, damit eben User-Interaktionen auf der eigenen Webseite aufgezeichnet, mitgetrackt werden können. Muss eben eine Instanz, ein Code eingeschalten werden, der diese Funktion erfüllt. In dem Beispiel des Spendengütesiegels haben wir hier ein Code-Snippet drinnen, das den Google Tag Manager quasi einbaut. Wir gehen jetzt nicht näher auf dieses Skript ein. Der einzige Punkt hier ist, dass das sieht grundsätzlich fast immer gleich aus. Der einzige Punkt, der eben unterschiedlich ist, ist dieser Google Tag Manager Code. Da muss sich dann quasi jeder für seine eigene Organisation ein Google Tag Manager Konto anlegen und kann dann dort diesen Tracking Code abrufen und eben auf der Webseite einbauen. Der Google Tag Manager Code besteht zum Beispiel aus zwei Teilen, aus dem ersten Teil hier und aus dem zweiten Teil hier. Der erste Teil, Google Tag Manager, der muss immer in dem Head-Bereich drinnen sein. Das heißt, es gibt hier auf der Webseite, wenn Sie sich das ansehen auf Ihrer Webseite, den Source Code, werden Sie hier diese HTML-Tags Head finden. Der Google Tag Manager Code muss immer in diesem Head-Bereich drinnen sein. Der zweite Teil muss immer im Body Tag verankert sein und sollte so hoch wie möglich oder direkt unterhalb des öffnenden Body Tags eingeführt werden. Wenn das erfolgt ist, dann können Sie die User-Aktionen über die ganze Webseite hinweg mehr oder weniger mittracken. Letztendlich funktioniert das bei den anderen Tracking-Codes ähnlich. Das heißt, Sie haben hier häufig in diesem Head-Bereich drinnen den Google Tracking Code. Das kann direkt ein Google Analytics Code sein oder auch ein Code, der aus Google Ads quasi hervorgeht. Wir werden uns das noch etwas genauer anschauen. Also die technische Implementation ist einfach so, dass Sie den Tracking Code aus dem jeweiligen Tool herausholen und dann in das Web-Template Ihrer Webseite integrieren müssen. Je nach Wissensstand oder je nachdem welche Vorkenntnisse Sie haben, können Sie das entweder selbst machen, Sie lagern das an Ihre Webagentur aus, die das dann hoffentlich auch recht einfach einbauen können. Es ist vom CMS-System, Content-Management-System, es gibt da gewisse Unterschiede, wie man das einbinden kann. Wenn Sie eine WordPress-Webseite betreiben, gibt es auch einige Plugins, die Sie da recht einfach dazu koppeln können. Typo 3, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt einerseits Erweiterungen, Plugins, die Sie in das CMS mit einbauen können. Andererseits ist es häufig auch sehr eine saubere Möglichkeit, dass Sie direkt den Source Code dieses Templates angreifen und dort dann den Tracking Code einbauen. Gut,
So viel dazu. Genau, also technische Implementation haben wir uns kurz angesehen. Dann gibt es eben die unterschiedlichen Tracking Codes von Google Analytics, Google Ads oder vom Google Tag Manager. Und hier werden wir uns dann nochmal kurz diese unterschiedlichen Tracking Codes ansehen und eben kurz schauen, wo sie diese Tracking Codes herbekommen. So, dann würde ich hier mal das Google Analytics Fenster öffnen. So, das müsste normalerweise jetzt groß genug dargestellt werden. Genau, wir haben hier das Google Analytics Tool eben vom Spendengütesiegel aufgemacht und möchten hier nochmal, ja, ich möchte Ihnen zeigen, wo Sie den Google Analytics Tracking Code herbekommen. Das heißt, Sie gehen hier auf Verwaltung, sind dann drinnen in der jeweiligen Property, in dem Google Analytics Konto, das für Ihre Organisation angelegt wurde, und finden dann hier unter Tracking Informationen Tracking Code den jeweiligen Tracking Code, den Sie auf Ihrer Webseite einbinden sollten. Das heißt, hier haben Sie das allgemeine Website-Tag und dieser Code wäre dann direkt bei Ihnen im Head-Bereich der Webseite einzubauen. Das heißt, diesen Code würden Sie dann, wie vorhin besprochen, im Head-Bereich hier einbauen. Das Gleiche gilt eigentlich für den Google Ads Tracking Code. Wir werden uns dann noch anschauen, wann Sie welchen Tracking Code mehr oder weniger einbauen sollten. So, wir sind jetzt in einem Google Ads Konto drinnen und gehen dann eben auf Conversions. Bei den Conversions können Sie dann zum Beispiel ja, Ihren Tracking Code abrufen und wir möchten in dem Fall direkt den Google Ads Tracking Code für eine Conversion generieren. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel ein Google Ad Grants Konto betreiben und hier eine Conversion anlegen möchten, dann wäre es eben so, dass Sie hier dementsprechend erfassen, welche Conversion-Kategorie das de facto Sie mittracken möchten, und haben hier unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten. Mir geht es jetzt nur darum zu zeigen, wie Sie zu dem Tracking-Code kommen. Sie legen eine Conversion an und haben dann die Auswahl Tag-Einrichtung. In dem Fall möchten wir den Google Ads Tracking Code verwenden und gehen hier dann auf Tag selbst einfügen. Hier bekommen Sie dann wieder die Information, welcher Tracking Code in Ihr Web-Template eingebaut werden sollte, und haben de facto auch wieder unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten. In dem Fall ist es wichtig zu sagen, da werden wir dann später noch drauf zurückkommen. Wenn Sie jetzt die Google Ads Conversion in dem Fall einbauen möchten, dann verwenden Sie den allgemeinen Tracking Code im Head-Bereich der Webseite. Und wenn Sie dann ein bestimmtes Ereignis mittracken möchten, dann müssen Sie nochmal zusätzlich einen weiteren Tracking Code auf Ihrer Webseite einbauen. Wie kann man sich das vorstellen? Der Teil, der im Head-Bereich eingebaut ist, der ist auf allen Seiten, auf allen Webseiten Ihrer Seite verfügbar. Das heißt, über diesen Teil können alle Aktionen der User mitgetrackt werden. Und
Der zweite Teil, den wir hier sehen, dieses Event-Snippet, das wird auf der Seite eingebaut, zum Beispiel, wenn Sie jetzt eine Danke-Seite bei einem Kontaktformular haben oder wenn jemand ein Spendenformular ausgefüllt hat, dann bauen Sie diesen Tracking-Code auf der Seite ein, die quasi die Danke-Seite darstellt. Oder wenn das Spendenformular abgeschickt wurde, die Zahlung, die Transaktion abgeschlossen wurde, dann wird dieses Snippet auf jener Webseite eingebaut, de facto auf der Danke-Seite. Das heißt, wenn dann ein User diese Danke-Seite erreicht, die Transaktion abgeschlossen hat, dann feuert dieses Tag, wie man in der, wie man dann eben dann wie soll ich sagen, das heißt, da wird ein quasi ein Ereignis zurückgeliefert an Google Ads, an Google Analytics, dass eben eine Spende getätigt wurde. Wenn dieser Tracking-Code dann aufgerufen wird, durch das Aufrufen der Seite des Users, wird ein Signal geschickt, dass diese Conversion erfolgreich beendet wurde. Gut. Das heißt, wir haben hier mal die Tracking-Codes Google Analytics, Google Ads abgearbeitet. Den Google Tag Manager Code haben wir uns ebenso angesehen im Template. Ich zeige Ihnen nur ganz kurz, wo Sie den Tracking Code beim Google Tag Manager finden. So, genau. Also Sie gehen dann ins Tag Manager Konto rein quasi. Wir sind hier in der Property Spendengütesiegel drinnen und gehen dann auf Google Tag Manager installieren. Und hier erhalten Sie dann wirklich auf Ihr Profil abgestimmt den Code, den Sie implementieren sollten. Hier wird ein Teil, der im Head-Bereich verankert sein muss. Und dann der zweite Teil, der eben im Body Tag angebracht werden sollte. Genau, das sind so die drei gängigsten Implementationsmöglichkeiten. Nach welchen Kriterien entscheide ich mich für eine Variante? Welche Vor- und Nachteile gibt es dabei? Grundsätzlich ist zu sagen, dass ja, Sie wahrscheinlich bei den ersten beiden Tracking-Möglichkeiten gewisses technisches Know-how brauchen, vor allem bei Google Ads. Also das heißt, Sie müssen dann nicht nur einmalig einen Tracking-Code im Head-Bereich einbauen, sondern Sie müssen für jede einzelne Conversion, die Sie definieren, die Sie anlegen, müssen Sie zum Beispiel auf der Danke-Seite den Tracking-Code einbauen, wenn es darum geht, dass eine Conversion ausgelöst wird, dass ein bestimmter Button auf der Webseite gedrückt wird, dann müssen Sie den Tracking-Code direkt in diesen Button mit einintegrieren. Das heißt, Sie werden damit, wenn Sie jetzt wenig technischen Background haben, werden Sie da wahrscheinlich Probleme haben, das lauffähig zu bekommen, beziehungsweise könnte es sehr, sehr aufwendig werden. Gewisser technischer Background ist dort notwendig. Beim Google Tag Manager, beziehungsweise Sie lagern das eben dann auch an eine Webagentur, an Ihre Webagentur aus und kommunizieren dann eben immer mit dieser Webagentur. Das heißt, in der Praxis ist es häufig schon so, dass gewisse Probleme auftreten können beim Implementieren, dass wenn das nicht richtig implementiert wurde oder schon Probleme auf der Website teilweise durch fehlerhafte Programmierung vorhanden sind, dann kann das durchaus tricky sein und manchmal längere Zeit dauern, um diese Probleme zu beheben. Es kann mal mehr, mal weniger Aufwand bedeuten. Das heißt, Sie werden hier immer diese direkte Kommunikation mit der Webagentur haben, wenn Sie den technischen Background eben nicht mitbringen. Beim Google Tag Manager werden Sie nur einmalig den Code implementieren müssen, das heißt einmal im Body-Bereich und einmal im Head-Bereich. Danach müssen Sie grundsätzlich mit der Webagentur in dem Sinn
nicht weiter kommunizieren, keinen Aufwand betreiben. Sie müssten sich allerdings durchaus mit dem Google Tag Manager Tool vertraut machen, um dann in diesem Google Tag Manager Tool die Conversions, die Aktionen, Tags und so weiter anzulegen. Das heißt, gibt jetzt nicht eine Lösung, die perfekt ist, höchstwahrscheinlich, aber man kann das durchaus dann je nach technischem Know-how, je nach Zusammenarbeit mit der Webagentur abschätzen, welche Lösung für mich von Vorteil ist. Grundsätzlich zu sagen ist durchaus, dass der Google Tag Manager einige Vorteile mitbringt. Sie können in den Google Tag Manager, wenn Sie auch andere Werbetools verwenden, wie zum Beispiel einen Tracking Code für Facebook, wenn Sie einen Facebook Pixel verwenden, oder auch andere Werbeplattformen, so kann hier dieser Tracking Code zentral in den Google Tag Manager eingebaut werden. Sie müssen dann nicht nochmal zusätzlich in die Webseite den Facebook Pixel einbauen. Der Source Code wird dann nicht exorbitant lang, sondern Sie können das alles direkt in den Google Tag Manager, mit einbinden. Das heißt, für eine effiziente Implementation, für eine saubere, macht es durchaus Sinn, den Google Tag Manager zu verwenden. Im Hinterkopf sollte man behalten, dass einfach eine gewisse Einarbeitungszeit auch für diesen Google Tag Manager notwendig ist. Genau, das wären so die Implementationsmöglichkeiten. Haben wir jetzt einfach mal das Conversion Tracking Konzept mehr oder weniger erarbeitet, kurz durchbesprochen, wie man dazu gelangt, wie man es technisch implementieren kann, welche Vor- und Nachteile es gibt. Wir schauen uns nochmal kurz an, das Conversion Tracking im Live-Betrieb beim Spendengütesiegel. Das heißt, wir möchten jetzt wirklich nochmal testen, wurde das Konzept richtig von uns richtig, quasi richtig abgebildet. Das heißt, wir werden auf der Webseite eine Aktion auslösen und schauen dann in einem Tag Manager Testfenster, ob diese Aktion auch tatsächlich mitgetrackt wurde, ob es an das Tool Google Analytics überliefert wurde. Man kann das auch dann kurz in Google Ads ansehen, ob die Conversions, die wir geplant und implementiert haben, auch mitgetrackt und erfasst wurden. Gut, dann würden wir hier nochmal diese Seite schließen. Dann benötige ich noch das Google Analytics Fenster. Ja, in Google Analytics können Sie grundsätzlich hier Echtzeitdaten dann messen oder mitverfolgen. Das heißt, aktuell befinden sich eben zwei User auf der Webseite. Hier wird angezeigt, auf welcher Webseite sich der User gerade befindet. In diesem Tab drinnen können Sie dann auch Conversions selektieren. Und hier sehen Sie dann die Conversions, die wir definiert haben. Das heißt, zum Newsletter angemeldet, das sind einfach nur Daten der letzten Minuten, die hier angezeigt werden. Zum Newsletter angemeldet, Kontaktformular abgeschickt, eine wichtige Seite Downloads aufgerufen, wichtige Seite Wer trägt das Spendengütesiegel aufgerufen, Videoplay, wer hat gerade ein Video gestartet oder angesehen, wer hat auf die E-Mail-Adresse geklickt. Wer hat einen Download gestartet? Diese Sachen werden wir uns jetzt kurz mal anschauen, ob das tatsächlich funktioniert. Ich gehe hier mal kurz runter auf Newsletter bestellen, gebe meine E-Mail-Adresse ein, würde dann das Ganze abschicken.
Wir kommen hier auf eine Danke-Seite, dass eben dass wir zum Newsletter angemeldet wurden, beziehungsweise dass man das noch bestätigen muss. Gehen dann nochmal aufs Google Analytics Konto und wir sehen hier, dass die Aktion im Google Analytics in Echtzeit quasi mitgetrackt wurde. Das heißt, zum Newsletter anmelden, die Conversion wurde hier abgeschlossen. Das Gleiche wäre zu sehen, so, es gibt hier ein Video, glaube ich. Genau, wir haben hier ein YouTube-Video eingebettet. Ich klicke auf das Video und sehe dann, dass hier dass diese Aktion, diese Conversion in Echtzeit quasi mitgetrackt wird. Das Gleiche wäre dann bei, wenn man quasi E-Mails anklickt oder Telefonnummern, wenn die Telefonnummern mitgetrackt werden sollen, beziehungsweise wenn ich hier dann Downloads runterlade, PDFs aufmache, dann wird das alles direkt in Google Analytics mitgetrackt. Also wichtige Seite, E-Mails, Downloads aufgerufen, E-Mail geklickt, Download-Klick erfolgt. Genau, das wäre es eigentlich dazu. Das heißt, wenn man sich das nochmal kurz vorstellt, wir haben da mehrere Schichten, die miteinander zusammenarbeiten. Einerseits die öffentliche Sicht der Webseite. In diese Webseite ist dann ein Tracking-Code integriert, wie zum Beispiel Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads. Die tracken die User-Aktionen mit. Auf eine vordefinierte Conversion-Klick wird diese Information zum Beispiel vom Google Tag Manager weitergeleitet an Google Analytics und dort dann abgespeichert. Man kann sich das irgendwie so vorstellen wie eine Datenbank, wo dann eben diese Aktionen mitgetrackt werden. Zusätzlich zu dem Echtzeit-Tracking haben Sie die Möglichkeit, unter Conversions bei Zielvorhaben zu sehen, was ist in der Vergangenheit passiert. Also nicht nur die User-Aktionen in der letzten halben Stunde zum Beispiel, sondern Sie können dann den Zeitraum natürlich x-beliebig verändern und dann auswerten, welche Abschlüsse, welche Conversions in einem bestimmten Zeitraum abgewickelt wurden. Das heißt, hier haben wir die zum Beispiel Rate der Zielvorhaben, Newsletter-Abschlüsse, Kontaktformular abgeschickt. Das wird hier lediglich mitgezählt, wie häufig wurde diese Conversion dann abgeschlossen. Es gibt auch die Möglichkeit, indem Sie, wenn man hier schaut, es gibt einen Punkt Zielvorhabenwert. Das heißt, wenn man für eine gewisse Conversion einen Wert festlegt, für ein Spendenformular abschicken, für eine Newsletter-Anmeldung, einen bestimmten Artikel in einem Shop bestellen, dann könnte man hier auch sehen, wie viel hat mich diese Conversion gekostet, beziehungsweise was hat mir die Conversion letztendlich dann eingebracht an Umsatz. Die Punkte kann man durchaus auch dann in Google Ads ablesen. Nicht nur in Google Analytics, das heißt auch Conversions können direkt in Google Ads mit erfasst werden. Das sehen wir hier, dass auch die Conversions, die wir hier zum Beispiel in der Suchmaschine Marketing Kampagne drinnen verwendet werden, dass die aus Google Analytics in Google Ads importiert wurden und auch hier mitgezählt werden. Also alle Conversions, man sieht hier, wie viele Conversions dann tatsächlich in einem bestimmten Zeitraum erfolgt sind. Genau. Ja,
Letztendlich, das wäre eigentlich das Conversion Tracking im Live-Betrieb. Da haben wir uns angesehen, wie das diese Aktion auf der Webseite ausgelöst wurde, welche Tracking Codes dann die Aktion an Analytics weiterleiten und wie sie das auch in Analytics steuern und auswerten können. Ansonsten, ja, das wären grundsätzlich die wichtigsten Punkte zum Conversion Tracking. Ein kurzer Überblick, wie Sie das Konzept entwickeln können, wie Sie es technisch implementieren können und wie das dann tatsächlich im Live-Betrieb mit den unterschiedlichsten Tools aussieht. Von meiner Seite aus wären das eigentlich mal die wichtigsten Infos zum Thema. Die Vorteile des Conversion Trackings nochmal kurz zusammengefasst, ist sicherlich, dass Sie die User-Aktionen im Vorfeld genau planen und schon in die richtige Richtung hinarbeiten. Wenn das dann länger im Betrieb ist, haben Sie Daten, wie viel kostet mich eine Conversion und können das Werbebudget auch zielgerichteter auf diese Conversions, die tatsächlich einen Wert generieren, hinausrichten. Wohingegen das mit den Klicks generieren eher schon etwas veraltet ist und Sie da nicht so konkret Möglichkeiten haben, in die richtige Richtung zu agieren. Ich habe Ihnen dann hier nochmal kurz hilfreiche Links zusammengefasst zu den Tools, die wir heute eben besprochen haben. Conversion Tracking Hilfsartikel von Google, wie Sie das nochmal implementieren können. Eine kurze Anleitung. Ansonsten wäre es das von meiner Seite. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Hoffe, dass Sie da einiges mitnehmen konnten und stehe natürlich gerne zur Verfügung, wenn es noch offene Fragen gibt. Ja, vielen Dank an dieser Stelle schon mal an dich, Thomas, für die Einführung in das Thema Conversion Tracking. Und ich gehe auch direkt zu den Fragen über. Und zwar hast du einleitend erzählt, dass es eben Conversion-Raten gibt. Kannst du da irgendwas dazu sagen? Was ist denn eine gute Conversion-Rate? Also 1%, 5%, 15%? Woran kann ich mich da orientieren? Naja, das ist eine gute Frage. Ich würde sie mal so beantworten, dass es weder eine schlechte Conversion-Rate ist, sicherlich 0%. Aber man kann das nicht wirklich an einer Zahl festmachen. Das heißt, das ist recht flexibel de facto handhabbar. Je nachdem, welche Conversion Sie definieren. Also Sie werden bei Conversions eine hohe Conversion-Rate haben, wenn Sie sagen, okay, wenn ein User zwei Seiten auf meiner Webseite besucht, dann ist es eine Conversion. Dann werden Sie in dem Fall wahrscheinlich eine hohe Conversion-Rate haben, wohingegen Conversion-Raten beim Ausfüllen eines Spendenformulars eher gering sein wird. Das heißt, Sie werden aber trotzdem mehr Wert generieren, wenn Sie eine niedrige Conversion-Rate bei den Spendenformularen haben, als bei einer Conversion, die Sie definiert haben mit zwei Besuchen auf einer Webseite. Es ist sehr eine große Bandbreite und man kann sich nicht wirklich auf eine Zahl festlegen. Dann gab es noch eine Frage zu dem Tracking von Telefonnummern. Wie ist das denn, wenn die nicht mit dem Mobilgerät angezeigt werden und direkt geklickt werden, sondern zum Beispiel noch ganz normal ins Festnetztelefon eingetippt werden? Kannst du dazu was sagen? Ja, also grundsätzlich werden die, in dem Fall ist es nicht gut abgebildet, also jetzt von den Telefonnummern, weil wir können hier nochmal hergehen auf diese Telefonnummern. Ja, also grundsätzlich, wenn die Telefonnummern mitgetrackt werden können, dann sind sie direkt hinterlegt wie ein normaler Link. Also wie eine E-Mail-Adresse, wie eine Webseite quasi, die Sie anklicken. Da wird dann im Source Code quasi nur hinterlegt. Es wird wie ein Link gekennzeichnet, nur wird vor der Telefonnummer ein Tel-Doppelpunkt reingeschrieben. Und sobald das erfolgt ist, dann können Sie das mobil mittracken und Sie können das auch, wenn Sie jetzt über den PC quasi telefonieren, auch über diesen Link de facto mit als Conversion mittracken. Bedeutet aber, wenn jemand per Festnetz diese Nummer wählt, kann man es nicht tracken? Also wenn es nicht direkt angeklickt wird, dann nicht, ja. Okay. Genau. Ja. Dann noch eine Frage, sollten ein, zwei oder alle drei Tools genutzt werden? Hast du da irgendwelche Tipps? Naja,
Das kommt darauf an, wie umfangreich das ganze Online-Marketing, die Ausrichtung gestaltet ist. Also wenn Sie wirklich sehr viele Tools, auch Facebook-Marketing und so weiter verwenden, dann werden Sie um den, ja, also dann werden Sie vielleicht, dann werden Sie einige Tools davon durchaus verwenden müssen. Es kommt darauf an, wenn Sie wenn Sie Google Ads Suchmaschinen-Marketing-Kampagnen verwenden, dann müssen Sie auf jeden Fall Google Ads verwenden. Sie werden gewisse Tracking-Tools quasi eingebaut haben. Wenn Sie Google Analytics verwenden, dann können Sie das fürs Tracking verwenden, ansonsten irgendeine andere Lösung oder auch gar keine. Das ist auch möglich. Und beim Google Tag Manager, der ist auch nicht unbedingt notwendig. Der leitet quasi nur die Daten an ein Tracking-Tool, an Google Analytics weiter. Das heißt, da muss man sich dann nochmal anschauen, was ist notwendig, was möchte ich betreiben, was nicht. Sie können aber auch grundsätzlich nur Google Ads verwenden. Und wenn Sie nur die Suchmaschinen-Marketing-Kampagnen betreuen möchten, nur Google Ads verwenden, den Tracking-Code von Google Ads in die Webseite implementieren und müssen grundsätzlich keine weiteren Tools verwenden. Okay, dann nochmal vielen herzlichen Dank an dieser Stelle an dich. Das waren soweit alle Fragen. Ich hoffe, für Sie, liebe Teilnehmer, waren auch viele interessante Informationen dabei. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, dass Sie dabei waren, liebe Teilnehmer. Ich wünsche Ihnen jetzt allen noch einen schönen Mittag und freue mich natürlich, wenn wir Sie in einem unserer nächsten Webinare wiedersehen. Tschüss aus München und in dem Fall auch aus Wien. Schöne Grüße aus Wien. Viel Erfolg.